Hey ihr Menschen aus der Unterstadt, willkommen zurück zu KOTOR und vielen lieben Dank fürs Einschalten und natürlich, dass ihr nicht so eine Stimme habt. Geht rein und sprecht ruhig mit Geldon, wenn ihr wollt. Das ist so witzig. Ja, wir gehen mal in die geheime Basis der... oder die Basis der geheimen... Back. Die stehen auf die Musik von dem Typen, ich weiß auch nicht. Nein, natürlich nicht, aber... warum heißen die geheime Beak? Hey, wer bist du? Ich bin Beak. Ich bin Beak. Hey, wer bist du? Ich bin Beak. Ja, die haben alle denselben Namen oder dieselbe Bezeichnung. Ist ja immer so. Ja, es ist eine der beiden Gangs, die hier unten das Kommando hat. Und die scheinen hier noch die normalen zu sein. Also die, mit denen man auch mal normal reden kann, meine ich. Was haben wir hier? Die Haupthalle. Na? Okay, die ist gesperrt. Soll ich vielleicht mal versuchen, ob ich mich da reinhacken kann mit meinem Talent? Kein Problem! Nicht geklappt. Ach, verdammt. Na gut, dann halt nicht. Muss ja auch nicht immer funktionieren. Manchmal kann man einfach auch nicht durch. Ja, falls euch wundert, warum ich mich übrigens immer nach links drehe. Mir geht's wie Derek Zoolander. Oder beziehungsweise mache ich das halt, dass ich nicht aus Versehen aus dem Bild klicke und dann das Spiel wieder hängt oder ich das Fenster verschiebe. Ist mir schon ein paar Mal passiert. Kann ich auch nicht rein. Aha. Oha. Hört ihr das? Disco. Ja gut, wer sagt, dass die keine eigene Bar haben müssen hier, ne? Also. Ja, wir können uns leider hier nicht sehr gut umsehen. Aber das alles immer so großräumig und so weitläufig einfach ist, finde ich. Ach, das finde ich so super. Bleibt sofort stehen. Oh. Wer seid ihr und was wollt ihr von Geddon? Beruhigt euch, Zyedra. Niemand wird so etwas versuchen. Nicht mitten in unserer Basis. Das wäre mehr als töricht. Ihr seid zu vertrauensselig, Geddon. Brezhik und die Vulka wollen euch tot sehen. Jeder Fremde stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Und es ist nun mal meine Aufgabe, für eure Sicherheit zu sorgen. Wollt ihr etwa, dass wir Fremde einfach so ohne Vorwarnung angreifen wie die Vulka? So weit wird es niemals kommen. Jetzt tretet beiseite und lasst sie vorbei. Wie ihr wünscht, Geddon. Ihr könnt mit Geddon sprechen, wenn ihr wollt. Aber ich behalte euch im Auge. Versucht nicht, mich zu täuschen, sonst werdet ihr zu Staub zerblasen, bevor ihr Vulka-Spion sagen könnt. Vulka-Spion. Haha, siehste? Ich kann's doch. Nee, natürlich wollen wir denn nichts Böses. Also wir sind ja hier... Oh, seht ihr, da habe ich schon aus dem Bild geklickt. Warte mal, soll ich erstmal mit ihr nochmal reden? Ihr könnt mit Geddon sprechen, wenn ihr wollt, aber ich behalte euch im Auge. Versucht nicht, mich zu täuschen, sonst werdet ihr zu Staub zerblasen, bevor... Ja. So. Ihr müsst Zyedra verzeihen. Seitdem Brezhik und die Vulka mit ihrem Krieg gegen uns begonnen haben, ist sie ein wenig übereifrig, wenn es darum geht, mich zu schützen. Die Schwierigkeiten mit den Sith haben die Situation auch nicht gerade verbessert. Zyedra scheint zu vergessen, dass ich auf mich selbst aufpassen kann. Also, wie kann ich euch helfen? Ihr habt Schwierigkeiten mit den Sith? Eine fremde Armee kommt nach Taris, ruft das Kriegsrecht aus und verbietet alle Flüge vom und zum Planeten? Ihr könnt euren Arsch darauf verwetten, dass ich Schwierigkeiten mit den Sith habe. Wenn die Sith hier herunterkämen, würden sich alle Swoop-Banden gegen sie vereinen. Wir würden sie mit Guerillataktiken schwächen. Ihre Verluste wären enorm. Macht euch doch nichts vor. Für eine solche Operation würden sich die Sith niemals hergeben. Die machen lieber größere und vor allem gefährlichere Sachen. Aber bisher haben sich die Sith wohlweislich aus der Unterstadt ferngehalten und wir vergeuden unsere Stärke in sinnlosen Bandenkriegen. Ich habe versucht, Brezhik und seinen Vulkar das zu erklären, aber er hört einfach nicht zu. Dann bin ich vielleicht so das Zünglein an der Waage, hä? Ich benötige Informationen über die Rettungskapseln der Republik, die in den Slums abgestürzt sind. Die Rettungskapseln? Wisst ihr, dass die Sith in der Oberstadt ebenfalls danach fragen? Aber ihr seht mir nicht so aus, als ob ihr zu den Sith gehört. Sie könnten Spione sein, Geddon. Vielleicht arbeiten sie für die Sith. Beruhigt euch, Zyedra. Wenn die Sith der Ansicht wären, dass wir etwas Nützliches wissen, würde jetzt schon ein Sith-Sturmtrupp unsere Tür eintreten. Nein, ich denke, dieser Fremde hat seine eigenen Ziele. Macht euch keine Sorgen, ich arbeite nicht für die Sith. Ja, mach ich auch nicht. Ich schätze, ich kann euch ruhig sagen, was ich weiß. Es ist ja nicht so, dass es mir oder meiner Bande Schaden zufügen könnte.
Aber vielleicht bekommen die Vulka Ärger. Und das stört mich wirklich nicht. Die Vulka haben die Rettungskapseln wenige Stunden, nachdem sie gelandet sind, geplündert. Leider waren wir nicht zuerst dort. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Vulka dort angeblich gefunden haben. Ein republikanischer Offizier namens Bastila hat den Absturz überlebt. Wir Beg halten nichts von intergalaktischer Sklaverei, aber die Vulka sind nicht so wählerisch. Sie haben sie gefangen genommen. Oh, Bastila ist eine Sklavin? Was geschieht jetzt mit ihr? Normalerweise würden die Vulka eine derartige Sklavin einfach an Davik oder einen Sklavenhändler von einer anderen Welt für einen hübschen Profit verkaufen. Doch ein republikanischer Offizier ist kein normaler Fall. Sie halten Bastila immer noch für einen Officer der Republik. Das könnte ein Vorteil sein. Vielleicht kann sie sich ja sogar aus eigener Kraft aus der Gewalt der Vulka befreien. Sie ist zu wertvoll, um sie bei dem restlichen Vulka-Abschaum in der Basis zu lassen. Brezhik hat sie vermutlich irgendwo gut versteckt, bis zu dem großen Swoop-Rennen. Ihr werdet sie niemals finden. Swoop-Rennen? Ja, was hat das denn damit zu tun? Ich fürchte, eure Freundin ist zu einer Schachfigur in Brezhiks großem Spiel, die Unterstadt zu übernehmen geworden. Er hat sie als Preisgeld der Vulka für das diesjährige Swoop-Rennen der Banden ausgesetzt. Indem er solch einen wertvollen Preis aussetzt, hofft Brezhik, die Unterstützung etlicher kleinerer Banden zu erlangen. Dadurch wird es ihm dann durch seine zahlenmäßige Überlegenheit endlich möglich sein, mich und meine Anhänger zu zerstören. Und wie sollen wir Bastila eurer Meinung nach retten? Wir können uns doch nicht mit allen Banden anlegen. Die einzige Hoffnung für euch, Bastila zu retten, besteht darin, dieses große Eröffnungsrennen der Swoop-Rennsaison zu gewinnen. Oh, ich kann euch jetzt mal verraten, das wird, naja, bisschen unangenehm vielleicht. Ja, wie kann ich an dem Swoop-Rennen teilnehmen? Ich könnte euch da vielleicht helfen, wenn ihr uns ebenfalls helft. Wir haben beide etwas zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Ja, also ich sag mal so, ich könnte jetzt zum Beispiel den Beg helfen, aber wenn ich ein Böser werden will, dann kann ich auch den schwarzen Vulka helfen. Aber ich mach natürlich bei den Beg mit. Was schlagt ihr vor? An dem Swoop-Rennen dürfen nur Banden aus der Unterstadt teilnehmen. Ich könnte euch als Fahrer für die geheimen Beg aufstellen. Wenn ihr das Rennen gewinnt, gewinnt ihr auch die Freiheit eurer Freundin. Doch zuerst müsst ihr etwas für mich tun. Meine Mechaniker haben einen Beschleuniger für ein Swoop-Triebwerk entwickelt. Ein Bike mit diesem Beschleuniger kann jedes andere Swoop-Bike schlagen. Aber die Vulka haben uns den Prototypen gestohlen. Sie wollen ihn natürlich benutzen, um sich ihren Sieg beim diesjährigen Swoop-Rennen zu sichern. Ihr müsst in ihre Basis eindringen und den Prototypen zurückgewinnen. Und wie soll ich in die Basis der Vulka gelangen? Es wird nicht leicht sein, in die Basis der Vulka hineinzukommen. Die Vordertore sind immer fest versperrt. Aber ich kenne eine Person, die euch vielleicht durch ein Hintertürchen hineinbringen kann. Sie heißt Mission Veo. Mission? Gavin, das könnt ihr nicht ernst meinen. Sie ist doch noch ein Kind. Wie könnte sie Ihnen bei dieser Sache helfen? Mission kennt jede Seitengasse und jeden Winkel der Unterstadt wie ihre Westentasche. Außerdem kennt sie die Abwasserkanäle in der Unterstadt besser als jede andere Person. Wenn es jemanden gibt, der euch in die Basis hineinbringen kann, dann sie. Ah, wisst ihr noch, Mission? Das war die, die wir in der Kantina hier unten getroffen haben. Wo kann ich Mission finden? Sie und ihr Wookie-Freund Salbar sind stets auf der Suche nach ein wenig Aufregung und Action. Sie lieben es, die Slums zu erforschen, trotz der Gefahren, die dort lauern. Ihr solltet in den Slums nach ihr suchen. Doch ihr müsst an dem Sith-Wachposten beim Lift vorbeikommen. Ich habe ein paar Sith-Uniformen, mit denen ich mich verkleiden könnte. Eine einfache Verkleidung hätte vielleicht bei dem Wachposten in der Oberstadt etwas genutzt. Doch hier unten sind die Sicherheitsmaßnahmen viel strenger. Ihr benötigt die entsprechenden Papiere, um am Wachposten vorbeizukommen. Ihr habt Glück. Eine der Sith-Patrouillen, die auf dem Weg in die Unterstadt waren, ist meinen Jungs direkt in die Arme gelaufen. Sie kehrten nie zurück. Und ihre Ausweispapiere sind in meinen Händen. Da wir jetzt zusammenarbeiten, könnte ich sie euch im Gegenzug für die Uniformen geben. Mit den Papieren braucht ihr die Uniformen nicht mehr als Verkleidung. Ach Mann, aber die sind so schneidig und die steht mir so gut. Was wollt ihr denn mit den Sith-Uniformen? Ich bin gern vorbereitet. Früher oder später werden die Sith probieren, uns aus der Unterstadt zu verjagen. Wenn ein paar meiner Leute als Sith verkleidet sind, könnte ihnen das einen großen Vorteil in einem entscheidenden Kampf geben. Na gut, dann tausche ich die Uniform gegen die Papiere ein. Gute Entscheidung.
Danke für die Uniformen. Ihr werdet sie ohnehin nicht mehr benötigen, jetzt, naja, da ihr die Ausweispapiere habt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, ich möchte gerne meine Uniform zurück. Okay, ich komme zurück, wenn ich den Beschleuniger-Prototypen habe. Ich schlage vor, dass ihr euch beeilt. Das Whoop-Rennen ist demnächst. Ihr solltet ja noch ein wenig Zeit haben, vor dem Rennen zu üben. Ja, wir wissen ja alle, was das heißt, demnächst. Das heißt, ich habe so viel Zeit, wie ich will. Und ich kann mich in der Zeit hier überall noch umsehen und machen, was ich will und so weiter. Aber ja, jetzt erstmal nicht. Gut, dann ist wohl erstmal das nächste Ziel, nach oben wieder in die Oberstadt zu gehen. Aber ich gehe hier noch ein bisschen weiter und kunde mal den Weg so ein wenig. Denn, ja, mal gucken, was hier noch so wartet. Zum Beispiel noch mehr von diesen schwarzen Vulka. Die mich hoffentlich jetzt nicht töten, wenn ich einfach so auf sie zulaufe. Ah! Ich mach euch fertig. Aua. Kannst du auch mal treffen vielleicht? Oh nein, ich bin gleich tot. Den nehme ich noch mit. Sehr gut. Er hat es nicht anders gewollt. Oh, guck mal, Karth hat ein Level up. Ja. Von der Seite natürlich noch mehr. Aha. Aha. Ja, endlich kann ich mal was bei ihm auswählen. So, er ist ziemlich gut in Heilen, Bewusstsein und Reparieren. Na gut, wir nehmen mal Heilen. Das war's auch schon. So, Talente. Er hat auch einen 2-Waffen-Kampf-Bonus. Dann hat er schon mal Blaster auf voll. Plus 2 Punkte beim Angriff mit Blasterpistolen. Was hat er noch? Einen zusätzlichen Gesundheitspunkt pro Level. Zähigkeit, ich weiß nicht. Oder soll ich immer die Implantate hier verpassen? Ja, wir geben ihm mal die Implantate, weil Implantate sind sehr wichtig für später noch. Deswegen ist das schon ganz cool. Ja? So. Wie viele Medikits habe ich? Oh, ich habe 19. Ja, dann. Hey! Was da? Ihr seid mit euren Zahlungen im Rückstand. Ihr meint wohl, nur weil ihr in so einer Gang seid, braucht ihr Davik seinen Anteil nicht zu geben, was? Warum hat er die Stimme von einem Zwieleck? Tokita Hutunga! Ihr wollt das also auf die harte Tour durchziehen? Okay. Oha. Tunipudu! Rana nu prata dunk no sercha! Ichua penki! Watana wama mulira! Kenchun jubashak! Nova bulli mulli raji! Junitun turji chiwi itado! Ich wusste, ihr würdet zur Vernunft kommen. Und jetzt verzieht euch. Schade, hatte mich schon darauf gefreut, ein paar Schädel zu spalten. Vielleicht beim nächsten Mal, Kandaris. Ich bringe das hier lieber zu Davik. Ich sage Bescheid, wenn wieder jemand mit seinen Zahlungen im Rückstand ist. Kandaris, Mandalorianer. Warte, denn Baby-Yoda. Kandaris Ordo. Diese Vulka sind dämlicher als eine Granitkugel von Coruscant. Die halten sich für was Besonderes, bloß weil sie zu dieser armseligen Bande gehören. Gerdan hält seine geheimen Beg zusammen, aber Brezhik wird größenwahnsinnig. Wenn David clever ist, dann gibt er diesem kleinen Wicht mal richtig was aufs Maul. Finde ich gut. Wer seid ihr? Mit mir sollte man sich besser nicht anlegen und Smalltalk ist mir zuwider. Ich habe ohnehin keinen Grund mehr, noch länger zu bleiben. Ich habe eine Sondervereinbarung mit David. Alles klar. Ja, das ist die Basis. Ne, warte mal. Apartments, Unterstadt. Ich dachte schon, das ist die Basis. Also jetzt von den schwarzen Vulka. Ach, da ist die... Oh, okay. Warte. Was ist denn da vorne noch? Also die Unterstadt ist brandgefährlich, wie man sieht. Da sind die ganze Zeit Gangs, die sich gegenseitig abknallen. Oder halt Gangmitglieder. Oh, ja, hier. Schon wieder schwarze Vulka, die mich einfach mal so attackieren, so ohne Grund. Ich aber auch. Fangt.
Oh, die halten ja ganz schön was aus hier. Ja, so viel jetzt auch wieder nicht. Aua. Du mieser. Mieser Sack. Habt ihr was fallen lassen? Oh, ich kann doch wieder laufen. Ja, ihr habt gesagt, einfach mal ein paar Mal W drücken vielleicht. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege mit den... Dass sie es nicht so verbuggt hier mit den Bewegungssteuerungsdingern. Oh, Blastergeschütze. Uha. Nicht gut. Halt, Zivilist. Zu den Slums haben ausschließlich offizielle Mitarbeiter des SIS Zugang. Entweder sie haben entsprechende Papiere oder sie verschwinden hier. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ach so, warte mal, die Papiere waren ja auch für die Slums. Nee, ich geh mal dann. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Hier unten gelten unsere Regeln. Hier gibt es keine Schlampereien wie in der Oberstadt. Ja, ich wollte oben in die Kantine eigentlich mal, weil da brauche ich ja noch mein Kartenset. Dieses Passar-Kartenset. Aber ich sag gleich, ich werde da jetzt keine großen Sprünge mit dem Ding machen, also die Karten, ich weiß ja nicht. Ich fand das eigentlich recht uninteressant immer. So, gehen wir doch in die Apartments und dann werde ich, glaube ich, mit der Schnellreise hier abhauen. Mal gucken, was hier noch so los ist. Oh, guck mal, den kennen wir doch. Unser alter Kumpel. Auf eure grünen Köpfchen ist eine Prämie ausgesetzt. Und ich werde sie einstreichen. Das ist der Plan. Naja. Hey, na? Wenn du mich fragst, ist der Typ nicht so krass, der hat einfach nur starke Waffen. Damit hat er uns auch letztes Mal erwischt. Oh, schon wieder. Ah! Dieses Rausklicken. Was haben wir denn hier? Appartement. Oh! Hallo, warst du gerade mit deinem Schwert ein bisschen geübt? Haha. Ich glaube, hier unten werden wir auch nicht so viele normale Bürger finden. Da kann ich mich jetzt ohne Skrupel einfach mal bedienen. Was hätte ich je Skrupel bei sowas? Also generell nicht. Ja, guck mal. Oh, da toll, dass ich noch einen erwischt habe. Was machst du denn, Karl? Ah. Jawoll, warum klappt das auf einmal so gut hier? Ich habe so wenig Trefferchance, leider. Ein Energieschild. Ein Reparaturkit. Ich hätte jetzt am besten immer mal ein bisschen die Taste so gedrückt, dann sehe ich nämlich, wo der Mauscursor ist. Dann drücke ich nicht die ganze Zeit nach außen, aus dem Bild. Kein Problem! Verstanden. Aha. Oh, Selvin. Bleibt sofort stehen oder ich schieße euch mitten zwischen die Augen. Was macht ihr hier? Ach, sie hat auch ein Kopfgeld auf sich ausgesetzt. Ja, ich hatte mich nur umgesehen, oder wer seid ihr? Nein, nein, nein. Ich habe den Blaster auf euch gerichtet. Ich stelle hier die Fragen. Also, was macht ihr hier? Ich habe mich nur umgesehen. Ich wusste nicht, dass hier drin jemand ist. Dann seht euch woanders um. Hier gibt es nichts, was euch interessieren könnte. Das ist die einzige Warnung. Wenn ihr mich weiter belästigt, kommt ihr hier nicht lebend heraus. Ja, ist ja gut. Soll ich es nochmal versuchen? Quatsch sie nochmal an. Ich habe euch die Gelegenheit gegeben, mich in Ruhe zu lassen und einfach hier hinauszugehen. Oh oh. Aber ihr seid wohl zu dumm, um diese Gelegenheit zu ergreifen. Jetzt werdet ihr erfahren, warum ich der gefährlichste Assassin auf Taris bin. Du bist ein Assassin, keine Assassinin. Na gut. Starke Explosion. Aha. Na, wie war das? Oh. So gefährlich ist sie ja doch nicht, ja?
Und es gibt keine schlechten Machtpunkte, also keine schlechten Gesinnungspunkte. Naja, das ist aber schade jetzt. Ich meine, sie hat mich provoziert, ja? Klar. Ich wollte mich doch nur ein bisschen hier umsehen und Sachen plündern. Oh, ein Neuralband. Und was? Ein Zielfernrohr. Ja? Was, ja? Ich nehme mal gleich... Hä? Windstärke plus 2, keine Wookies. Naja. Dieser nach dem Exar-Kun-Krieg entwickelte Gegenstand erhöht durch die elektrische Verstärkung festgelegter Denkmuster die Willenskraft des Benutzers. Republikanische Soldaten nennen das Neuralband scherzhaft Little Shocky. Ja, cool. Aber jetzt habe ich dadurch noch bessere Möglichkeit. Warte mal hier, wo ist es denn? Ich weiß halt, Willensstärke. War das nicht, dass ich dann besser Sachen entdecke? Naja. Sieht man jetzt hier nicht. Achso, übrigens, habe ich es schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, die Kommentare habe ich ja gelesen noch soweit. Müsste ich mal weiterlesen natürlich. Rettungswürfe Reflex plus 2. Ja, das brauche ich halt alles, glaube ich, für den Nahkampf ganz gut. Das spielt 4000 Jahre vor den Filmen. Also 4000 Jahre vor all dem. Also auch noch vor den Klonkriegen, weit vor den Klonkriegen. Und selbst da war die Technik schon so weit. Es ist halt, ich habe es schon mal erwähnt. Wieder rausgeklickt. Es ist unglaublich im Star Wars Universum, wie wenig technischer Fortschritt da, oh, eine Gasmine, generell zu sehen ist. Heißt, also, nicht, dass es jetzt negativ ist, sondern es war damals halt alles schon so technologisiert wie jetzt, quasi, zur Jetztzeit in Star Wars, wenn man es so will. Ein elektronisches Gerät, das persönliche Nachrichten aufzeichnet. Es scheint längere Zeit nicht genutzt worden oder benutzt worden zu sein und enthält eine ungelesene Nachricht. Hey Elam, wie ist das Leben auf Taris? Ich habe gehört, dass dein Bruder jetzt auf Tatooine in den Minen arbeitet. Hat er dir wenigstens den Hyperraumantrieb dagelassen? Ich hoffe, du übst immer noch mit dem Blaster, den ich dir gegeben habe. Denke das, was ich dich gelehrt habe, du wirst es brauchen. Taris ist nicht wie Alderaan. Halte dich von den Swoop-Rennen fern und bewahre alles im Tresor auf. Das Ding kann niemand aufbrechen. Lass bald wieder von dir hören. Onkel Louis. Ja. Onkel Louis. Mine entschärfen, geht das? Ah. Von wegen kann niemand aufbrechen. Kein Problem. Nicht geklappt. Ach, verdammt. Das Ding kann niemand aufbrechen. Der Tresor ist solide gebaut. Das Schloss ist ein Touchscreen mit passwortgeschütztem Zugang. Da es ein älteres Modell ist, weißt du nicht, wie du das System knacken kannst. Ohne die Passworte kommst du hier nicht weiter. Versuchen, das Passwort einzugeben. Dieser Tresor gehört Elam Matic. Zugang nur für autorisierte Benutzer. Hyperraumantrieb, oder? Nee, warte, ich lasse ihn mal in Ruhe. Ich lese mal kurz den Text nochmal. So, Hyperraumantrieb. Ich hoffe, ein Blaster nicht dir gegeben, aber denke, wirst es brauchen. Taris ist nicht wie Alderaan. Hatte ich von... Ja, lass mal von dir hören, okay. Zappa, Hyperraumantrieb, Hoppy, Rancor, Louis, Tika, Schnapper, ich nehme mal Hyperraumantrieb. Achso, bitte korrekte Passwortantworten eingeben, um Identität zu bestätigen. Wie ist der Name des Haustiers? War das Hoppy? Nee. Wer hat dich gelehrt, einen Blaster abzufeuern? Mein Onkel? Woher stammt deine Familie? Alderaan. Mindestens eines der Passwörter war inkorrekt. Ah. Nochmal, der hat doch was mit Hoppy gesagt. Warte mal. Hey Elan, wie ist das Leben auf Taris? Ich habe gehört, dass jetzt dein Bruder jetzt in den Minen arbeitet. Hat er dir wenigstens den Hyperraumantrieb dagelassen? Der Blaster, den ich dir gegeben habe, das brauchen Taris, das ist nicht für Alderaan. Hat ich von Zubrampe... Hä? Da steht aber nichts von einem Haustier, oder? Jetzt hat er ihn wenigstens den Hyperraumantrieb dagelassen. Na gut. So, Passwort eingeben. Nochmal. Versuchen wir es nochmal. Achso, wie ist der Name deines Haustiers? Zappa, Hyperraumantrieb, Hoppy. Dann war es doch Hyperraumantrieb. Mein Onkel.
Alderaan. Nee, das ist... Oh! War das jetzt doch richtig? Also Hyperraumantrieb hat doch gestimmt. Blasterpistole, republikanische Rüstung und 100 Credits. Aha. Ja? Aha. Okay, was habe ich denn vorher falsch eingegeben? War ich irgendwie gerade ein bisschen Brain AFK oder wie? Aber die ist natürlich viel besser. Du hast schwere Kampfanzug, mehr Geschicklichkeitsbonus. Das war's dann aber auch. Ja, ich lasse die mal den schweren Kampfanzug. Klar. Okidoki, bald haben wir den Kreis jetzt hier auch vollendet. Oha. Klar. Was machst du denn? Runter damit. Oh, warum treffe ich denn echt auf immer so gut? Keine Ahnung. Oh, ich kann wieder laufen, gut. Einfach ein bisschen auf den Tasten rumhämmern, dann passt das schon, glaube ich. Nee, auch wieder nichts. Dass die alle so aggressiv sind, ich weiß ja auch nicht. Oh, Hallöchen. Bereit. Ja? Hä? Wo ist hier eine leichte Mine? Runter damit! Willst du mich schocken? Aua! Da! Wie er mich schocken wollte mit seinem Schockstab. So. Oh, Panzerverstärkung. Aha, kann ich ja meine Rüstung mit modden, ne? Warte mal, wenn ich die Mine entferne, kriege ich die doch ins Inventar. Da muss ich sie nicht nur entschärfen. Oh, zu niedrig. Verdammt. Da muss ich sie halt nur entschärfen. Gut, das ging. Mhm. Verfassungsenhancer. Naja. Ich wünsche mir wirklich, man würde sehen, wenn man eine Kiste geplündert hat, dass sie dann halt verschwindet oder so. Oder einfach offen bleibt, dass man sieht, man hat da was rausgenommen. Bereit. Ja? Bereit, ja? So, gehen wir zurück zum Versteck. Tadadada. Und somit ist auch, glaube ich, jetzt wieder die Lebensenergie voll, ne? Ja. Werde ich mich mal die Rüstung verbessern? Das kann jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen... Oh ne, das ging schnell. So, nehmen wir die mal und was haben wir hier? Verteidigungsbonus plus 2 mit dem Rüstungsverstärker. Und hier haben wir leider gar nichts. Na gut, macht nichts. Macht nichts. Oh, das Zielfernrohr, das ist glaube ich einfach nur für die Reichweite natürlich. Was steht denn das hier? Reichweite 23 Meter, ohne sind es auch 23 Meter. Na, ist ja egal. Ach nee, ist ein Angriffsbonus. Okay, cool. Ach, warte mal, und ihr habt noch was geschrieben. Wollte ich mal kurz, wenn ich nämlich Klingen in die Offhand nehme und die Schwerter, oder warte mal, wie war das? Vibro-Klingen Schwerter in die Mainhand, also in die Haupthand nehmen. Und die dafür in die Offhand nehme, dann ist die Trefferchance der Malus nicht so hoch, oder? Ah ja, siehst du, jetzt habe ich nur minus 2, so habe ich 0 minus 2. Wenn ich es andersrum mache, die Klinge. Das Schwert habe ich minus 2, minus 2. Ah, cool, danke für den Hinweis. Wusste ich gar nicht mehr, dass das so ist. Ja, deswegen habe ich jetzt auch so oft verfehlt, weil ich mit beiden minus 2 Trefferchance hatte. Jetzt habe ich nur auf die Offhand minus 2. Ja, cool. Also danke. Ja, ich wusste es nicht. Hätte ja sein können, dass ich auch Linkshänder bin, ne? Von dem her. Jetzt habe ich ihn jetzt dabei? Ja, verfügbare Slots. Also, ja, nochmal. Ich sehe das sehr, sehr klein, das Bild. Falsch. Oder? Wo geht's denn hier hin? Dias Appartement. Ach, warte mal, das ist doch die, die auf die noch ein Kopfgeld ausgesetzt ist.
Ihr seid zurück. Habt ihr es geschafft, dass Holden das Kopfgeld zurückzieht? Nee, noch nicht. Ich habe wohl keine andere Wahl, als hier zu hocken und zu warten, bis sich Holden beruhigt. Solange ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt ist, wäre es zu gefährlich, rauszugehen. Oder ich könnte selber eintreiben, das mache ich natürlich nicht. Das machen wir nicht. Wer bist du denn? Ah, okay. Nur ein NPC. Quarren ist wohl die Rasse. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier nochmal Equipment Emporium. Da geht's zur Kantina der Oberstadt. Die Klinik. Wir gehen erstmal zur Kantina. Kann ich da jetzt vielleicht durch? Ansonsten gehe ich halt wieder in die Unterstadt. Und gehe da weiter in die Slums. Hä? Oh, Karth bedrückt was. Was ist denn los? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich möchte mich mit euch unterhalten. Oh, ihr wollt noch ein bisschen weiter streiten? Das hast du gesagt. Ich bin stets zu einem guten Kampf bereit. So sehe ich das. An Malaks Stelle wäre ich ziemlich nervös, wenn ich euch an den Hacken hätte. Ich vertraue nun mal nicht so leicht. Und das aus guten Gründen. Aber die sind meine Sache. Ja. Ja, aber wir müssen zusammenarbeiten, Karth. Es hat also sehr wohl was mit mir zu tun. Ach, verdammt nochmal. Ihr lasst mir ja doch keine Ruhe, nehme ich an. Ihr wollt wissen, warum ich niemandem traue? Hört gut zu, es geht los. Vor 5 Jahren hatten die Jedi den Krieg gegen die Mandalorianer gerade beendet. Revan und Malak waren die Helden. Ich war verdammt stolz, ihrer Flotte gedient zu haben. Völlig unerwartet wechselten die beiden die Seiten und starteten eine Invasion, als wir noch geschwächt waren. Alle waren fassungslos, ich ganz besonders. Unsere Helden hatten sich in brutale, erobernde Sith verwandelt. Und wir standen ihnen hilflos gegenüber. Denkt mal darüber nach. Wenn man nicht mal den besten Jedi vertrauen kann, wem denn dann? Was hab ich mit Malak und Revan zu tun? Darum geht es nicht. So habe ich das nicht gemeint. Es gab noch andere. Gute, solide, vertrauenswürdige Männer, die sich ihnen angeschlossen haben. Malak, Revan und alle Sis haben für das, was sie getan haben, den Untergang verdient. Aber die anderen, die sich ihnen anschlossen und die Republik verrieten, in meinen Augen schlimmer. Die dunkle Seite ist nicht der Grund, warum diese Leute zu den Sith übergelaufen sind. Sie verdienen keine Gnade. Oha. Es schwingt so viel Hass in eurer Stimme mit. Ich weiß, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich bin zu sehr darauf fixiert, bei anderen immer nur vom Schlimmsten auszugehen. Das habt ihr nicht verdient. Es ist nur... Ach, vergesst es. Wir sollten uns wieder mit den vor uns liegenden Aufgaben beschäftigen. Ich möchte lieber nicht darüber reden. Ja, aber ich meine, ich könnte ihn da schon verstehen, ne? Wenn er jetzt die 2 der edelsten Jedi da auf seiner Seite hat und die schwenken ganz plötzlich um und haben alle verraten. Das ist schon ein bisschen krass. Verschwinden Sie! Ich bin im Auftrag der Sith hier. Verschwinden Sie! Oh, ich kann ja doch rein. Oh, ich dachte, ich komme da nicht durch wegen dem Typen. Na denn... Christiva, was? Christia. Macht euch das keinen Spaß, diesen paar Sackspielern zuzusehen? Die ganze Strategie, die ganzen Credits. Da wird ein Mädchen wie mir ganz schummrig. Du findest Geld schon ziemlich geil, oder? Ach, was Niklas. Wollt ihr? Seid ihr hier, um mich zu ärgern, oder wollt ihr gegen den besten Parsag-Spieler auf Taris antreten? Wie Parsag? Ich dachte Parsag. Wer seid ihr? Hat er gerade gesagt. Oder ich möchte Parsag spielen, habe aber keine Karten. Ihr habt nicht mal eigene Karten? Warum belästigt ihr mich dann? Ihr könnt Parsag nicht ohne eigene Karten spielen. Wenn ihr wirklich Parsag spielen wollt, Parsag. Dann sprecht doch mit dem alten Garuk auf der anderen Seite der Schenke. Er hat aufgehört zu spielen und möchte seine Karten verkaufen. Ach, der war das. Ich dachte jetzt, er würde aufhören. Heda, seid ihr vielleicht daran interessiert, Parsag Karten von einem alten Mann zu kaufen, der mit dem Spielen aufhören will? Für nur 50 Credits verkaufe ich euch all meine Karten. Ich lege sogar gratis eine Lektion drauf, wie man spielt. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Du sprichst es wenigstens richtig aus. Na klar, ich kaufe die Karten. Oder ihr habt das Glücksspiel aufgegeben, warum? Versteht mich nicht falsch. Das Spiel war gut zu mir. Ich habe die Galaxis bereist, von den Welten im galaktischen Kern bis hin zu den fernsten Grenzen des Outer Rim. Ich habe ein Vermögen gewonnen und mindestens ebenso viel verspielt. Doch das war vor langer Zeit.
Die Dinge haben sich geändert. Das Glücksspiel ist etwas für junge Leute. Deswegen möchte ich aussteigen. Mein Angebot gilt noch immer. Für 50 Credits bekommt ihr meine alten Parsag-Karten und gratis dazu eine Lektion. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Ja klar, ich kann mir das nicht leisten. Ja klar, ich kaufe die Karten. Freut mich, dass ihr an dem großen alten Spiel interessiert seid. Die Regeln sind ziemlich einfach. Ich lade sie in euer Datapad, dann könnt ihr sie studieren, wann immer ihr wollt. Viel Glück. Ich hoffe, das Spiel ist ebenso gut zu euch, wie es zu mir war. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich würde gern Parsag lernen. So, vor dem Parsag-Spielen musst du 10 Karten als Nebenstapel ablegen. 4 dieser Karten werden anschließend gezogen. Diese hast du während des Spiels in der Hand. Ein einfaches Parsag-Spiel besteht aus jeweils 2 Karten mit den Werten 1 bis 5. Mit diesen Karten bildest du einen Nebenstapel. Während deines Abenteuers wirst du auch auf Karten mit den Werten zwischen plus minus 1 und plus minus 6 stoßen. Warum sind die Abstände hier so komisch? Wähle jetzt 10 Karten für deinen Nebenstapel aus. So, was nehmen wir dann? 5. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe von jedem nur... So, spielen. Ja. Na klar. Ziel des Spiels ist es, mehr Punkte zu haben als der Gegner. Hast du allerdings mehr als 20 Punkte, verlierst du. Hat ein Spieler am Ende einer Runde mehr als 20 Punkte, also einen sogenannten Bust, gewinnt der Gegner den Satz. Ein Spieler muss 3 Sätze gewinnen, um diese Partie für sich entscheiden zu können. Ja. Der erste Spieler zieht automatisch eine Karte des Hauptstapels und spielt diese aus, um die Runde zu eröffnen. Also quasi wie 17 und 4, ne? Das ist deine Karte für diese Partie. Oder deine Hand für diese Partie. Die 4 Handkarten werden vom zuvor abgelegten Nebenstapel gezogen. Mit diesen Karten musst du die gesamte Partie bestreiten. So. Hat ein Spieler eine Karte gezogen, darf er auch eine der Karten in seiner Hand ausspielen. Pro Runde kann nur eine Handkarte ausgespielt werden. Ziehe diese dazu über das Brett oder spiele sie per Doppelklick aus. Natürlich musst du keine Handkarte ausspielen. Tipp: Wenn du mit einer gezogenen Karte über 20 Punkte kommst, kannst du eine Negativkarte ausspielen, um deine Gesamtsumme oder deine Gesamtpunkte wieder um 20 zu drücken. Oder unter 20. Einige Karten können mit positiven oder negativen Wert ausgespielt werden. Diese Karten sind äußerst selten, eröffnen aber ungeahnte taktische Möglichkeiten. Der Wert einer Handkarte, positiv oder negativ, muss vor dem Ausspielen angesagt werden. Ist die Karte ausgespielt, kann ihr Wert nicht mehr geändert werden. So. Du kannst halten oder Runde beenden. Wenn du diese Runde beendest, ziehst du am Anfang der nächsten Runde eine neue Karte. So, willst du die Option halten, darfst du keine weitere Karte ziehen und kannst erst im nächsten Satz wieder eine Handkarte ausspielen. Ja, okay. Wähle die Option halten. Ich spiele diese aus. Ja, Karte ausspielen. Mach jetzt. So, Runde beenden. Für deinen Gegner gelten dieselben Regeln wie für dich. Er zieht in jeder Runde eine Karte und hat die Möglichkeit, eine Handkarte auszuspielen, zu halten oder die Runde zu beenden. Ja, bitte. Oh, der hat 10. Oh, er hat 20. Wow. Hat er 20 Punkte, hält er automatisch. Der Gegner kann nun weiterspielen, bis er gleich zieht oder die 20-Punkte-Grenze überschreitet. Na toll, ich habe 19. Der Gegner gewinnt. Ein Spieler muss 3 Sätze gewinnen, um eine Partie für sich zu entscheiden. Unentschieden werden nicht gewertet. Du bekommst keine weiteren Handkarten, also setze die 4 Karten klug ein. So, ich habe 8. Mal 12. Oh, mach jetzt. Ich beende. Ah, toll. Bin schon raus. Ja, ja, Tutorial beenden. So, ist ja auch egal. Gut. Ihr seid schon wieder hier. Nee, ich geh jetzt. Aber sicher doch. Okay, ihr merkt schon, Parsag ist halt echt nicht so das coole Glücksspiel. Oh, Jergan, wer bist du denn? Hier gibt's doch ganz schön viele Leute zum Quatschen, hä? Seid mir nicht böse, guter Mann, aber momentan kann ich wirklich nicht mit euch sprechen. Es ist hier ohnehin schon schwer genug, die Aufmerksamkeit der Ladies zu erregen. Sicher wisst ihr, wovon ich spreche. Ich schätze, ihr habt schon zahlreiche einsame Abende verbracht. Und das möchte ich heute Nacht vermeiden.
Mit dem Gesicht? Ja, viel Glück. Ich meine, wenn du schon sowas über mich vom Stapel lässt, kann ich auch kontern, ne? Ah, ich schätze mal, wäre ich jetzt eine Frau gewesen, dann hätte ich da ein bisschen mehr Optionen gehabt im Dialog. Wo habt ihr eigentlich eure Klamotten her? Ihr seht so aus, als ob ihr irgendwo aus der Unterstadt hervorgekrochen seid. Wow. Ja, was soll's. Kann nicht jeder ein Gefühl wissen. Ist Look-Shaming und dann noch Style-Shaming oder was hier? Ich glaube, es hackt, Freunde. Wie seid ihr denn drauf? Lass mich in Ruhe meinen Drink austrinken. Oder willst du, dass ich dich verhöre? Wow. Ihr seid schon ziemlich scheiße, oder? Wo habt ihr die Kleidung her? Aus einer Müllpresse in der Unterstadt? Und wo sind die Drinks, die wir bestellt haben? Ich kann dir in dein Glas pinkeln, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen gemein. Wer seid ihr und wieso wagt ihr es? Nee. Tut mir leid, aber ich bin hier nicht der Kellner. Passt auf, was ihr sagt. Ich habe das Gefühl, dass uns dieses verwöhnte Gör mehr Ärger macht, als es uns nützt. Warum ist die Dienerschaft hier nur so inkompetent? Ein Wort von Dad und man wird euch feuern. Oh nein, es tut mir leid. Kein Grund, sich gleich aufzuregen. Ich hole euch den Drink. Das klingt schon besser. Jetzt bringt uns endlich unsere Bestellung. Hier sind eure Drinks, Miss Levine. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Avril Levine? Nein. Gebt euch keine Mühe. Ich spreche nicht mit der Dienerschaft. Oh, hätte ich da jetzt die Überredung, wäre die gescheitert, dann hätte ich wahrscheinlich echt Ärger gekriegt oder was mit den Sith. Die hat wahrscheinlich dann richtig Aufstand gemacht. Hier, das sieht aus wie der Tanz. Kaum zu fassen, dass wir für das Match keine Karten gekriegt haben. Jetzt müssen wir das Duell auf dem Bildschirm ansehen. Und wenn schon, wen interessieren schon Duncan und Girlin? Ich glaube nicht, dass wir irgendwas verpassen. Psst! Gleich geht's los. Also halt endlich die Klappe und schau dir das Duell an. Ladies and Gentlemen, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den Duellring lenken, wo sich zwei Duellkämpfer duellieren werden. Genießen Sie das Spektakel und wetten Sie großzügig auf den Ausgang. So, ich hoffe, dass alle Ihre Wetten gemacht haben, denn gleich geht es los. In dieser Ecke sehen Sie Girlin Two Fingers. Und in der anderen Ecke, immer begierig darauf, in der Rangliste aufzusteigen, ist der unermüdliche Deadeye Duncan. Wie fies. Und was niemand überraschen wird, ist eingetreten. Deadeye ist wieder niedergegangen. Macht euch keine Sorgen, er ist nur bewusstlos, wie üblich. Unsere Mediziner werden ihn in kürzester Zeit wiederhergestellt haben. Nun, das ging diesmal schnell, was? Der Sieger ist Girlin Two Fingers. Das hat jetzt wie lange gedauert? Dafür sollte man sich Karten kaufen? Ich weiß ja nicht. Ich halte es so ein bisschen für rausgeschmissenes Geld. Guck mal, Twitch. Ich bin aber auf YouTube, nicht auf Twitch. Aha. Seid ihr verrückt? Ah, gut, bis später. Ja, okay. Oh, erste Hilfe. Bedien mich mal kurz. Oha. Ajua, du siehst ja interessant aus, die Farben. Ich heiße Ajua. Ich organisiere alle Duelle hier. Wir brauchen dringend ein neues Gesicht für unsere Kämpfe. Wie wär's? Wollt ihr nicht mal in den Ring steigen? Es könnte sich richtig lohnen. Seit warum sprichst du auf einmal? Wovon redet ihr? Vibro-Klingen und Blaster? Und es gibt keine Toten?
Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr uns für dumm verkaufen wollt. Wie war das? Wir sollen nicht auffallen? Ich mache es, aber ich will mehr als 10%. Na. Ich mach's. Mysterio. Ja, das gefällt mir. Was, Pipi? Es ist besser so. Ja, ja. Wir könnten die Preisgelder wirklich brauchen, aber es ist zu riskant, mit eurem wahren Namen aufzutreten. Vermutlich haben die Sis in der Ender Spire schon eine Besatzungsliste gefunden. Ach, der arme Kerl. ja, komm, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit, komm. Ladies und Gentlemen, wenden Sie Ihren Blick zur Mitte des Duellrings. Heute Nacht bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Spektakel. Sie haben gesehen, wie er ein Match ums andere verloren hat. Doch in dieser Nacht darf er sich mit einem Neuling messen. Ich präsentiere Ihnen Deadeye Duncan und in der anderen Ecke ein Neuling im Duellring von Taris. Aus den Schatten, ohne Vergangenheit, ohne Geschichte, ohne Namen tritt Mysterio. Oha. Ja dann. Na komm mal her, Deadeye. Der hört sich ja nicht gerade sehr furchterregend an. Es ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Mysterio hat gewonnen. Doch sind wir wirklich überrascht? Dass Deadeye verliert, ist wahrlich nichts Neues. Ihr müsst uns noch mehr zeigen, um uns zu beeindrucken, Mysterio. Kann ich machen. Dann hau ich mal die anderen noch um, glaube ich, ja? Puh, den letzten schaffe ich einfach nicht. Der ist mir ein bisschen zu stark. Aber das macht auch nichts. Wir kommen einfach ein andermal wieder her und dann erledigen wir noch den Rest der Duellkämpfer. Bis dahin verabschiede ich erstmal von mich erstmal von euch, ja. Danke fürs Zusehen. Es wäre schön, wenn ihr das Video liked und was kommentiert. Und wir sehen uns dann wieder zu Knights of the Old Republic, aka KOTOR. Bis dann, tschüss.